Hallo meine Lieben, hier ist Mario, der alte Sack von Holzton TV. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Skyrim, eine lange Reise, und wünsche euch wie immer viel Spaß. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 358 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist euer Mario, der alte Sack von Holzton TV, und wünscht gute Ich gebe euch Unterhaltung, Deckung. viel Spaß. Oh, Truhe, schön. Von mir aus könnte in jedem hey. Von mir aus könnte in jedem Zimmer eine Truhe stehen. Hätte ich nichts dagegen. Aber da kann man hier eigentlich nicht meckern. Hier gibt's eigentlich, haben wir schon viel rausgeholt, ne? Ja, wir sind ja unterwegs in Faldarszahn, wer es noch nicht weiß. Ja. Um Einsatzpapiere der Silbernen Hand zu stehlen oder zu besorgen. Von einem schlauen Mitglied der Silbernen Hand, hat uns Aela extra so beschrieben. Und wie gesagt, wir suchen noch das schlaue Mitglied der Silbernen Hand, suchen wir noch. Wir haben schon ein paar gefunden, aber man weiß nicht, ob sie vielleicht Ist die. da jemand? Siehst du, da ist wieder einer. Man weiß nicht, ob die Schlauen sind oder. Wir gehen natürlich davon aus, dass der Boss hier von der Boss dieser Örtlichkeit dann auch das angesprochene schlaue Mitglied der Silbernen Hand ist. Aha, noch welche? Argonische Bericht, nicht argonische Maid. Argonischen Bericht gibt es auch noch. Obwohl das andere ist ja auch ein argonischer Bericht dann über die Maid, aber. Aus einem anderen Blickwinkel dann wahrscheinlich. Oh. Ach, Mammutfalle. Ach, da ist er ja. Yeah, macht er. Gegner hatten wir schon reichlich, also. Hier sind wirklich mal viele. Das ist. Gut, ist auch sehr verbaut hier, ne, die ganze Örtlichkeit. Das ist. Hoch, runter und dann noch ein Räumchen und da noch ein Kleckerchen, Abstellraum und. Ah, Schmiede. Dann war das wahrscheinlich der Schmied, den wir gestört hatten. Also immer mal wieder ein bisschen. Zuerst hin. Oh. So eine Steinfalle ist natürlich immer blöd, da wächst da alle möglichen Leute mit, ne? Da ist ja nichts, nicht mehr groß mit anschleichen. So, sind wir schon draußen. Schon sagen, das ist aber nicht die Tür, wo wir reingekommen sind.
Abstand. Aha, das ist dann also auch nicht der Schlaue. Das ist dann auch nicht der Schlaue. Wo ist er denn? Ich meine, so geht man ja einfach so durchs Leben oder sowas, ne? Aber wenn du weißt, du triffst einen Schlauen, dann bist du schon deprimiert nicht. Wenn du andere Leute siehst, aber... Man geht mit einer ganz anderen Stimmung durchs Leben, oder? Oh, Gold. 2-3. Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Ist das hier Sprungbrett, oder was? Ja. Was sind die denn? Nicht hin. Keine Sekunde verbringe ich mehr an diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Truhe. Komisch, dass dir das immer einfällt, dass sie nicht mehr hier bleiben wollen, wenn wir auftauchen. Ganzes Leben lang haben sie Zeit. Abzuhauen, um woanders hinzugehen. Ja, vielleicht ist ja unser Ruf doch schon voraus geeilt, dass wir dann keinen Bock mehr haben. Dass wir dann lieber abhauen wollen. Aber dann ist zu spät. Kinders, zu spät. Wenn ihr das A-Team erstmal an der Backe habt, dann ist zu spät. Hätte doch früher moralische Bedenken haben müssen und aufhören müssen. Ach, so fährt hier mal von oben. Jo. Schade, dass so diesig ist. Hätte bestimmt gut ausgesehen. Ja, kann man nicht so weit gucken. Da hochgehen. Da ist die Tür. Ah, okay. Ein Tunnel wahrscheinlich in der Mauer. Geil. Gut gemacht. Ach, das ist jetzt die Belohnung, weil wir die Tür gefunden haben. So. Dankeschön. Oh, cool gemacht, finde ich. Cool gemacht. Das vorher so irreführend. Denkst du immer, du kommst da irgendwie an den Turm da oben ran, aber du musst erst da lang. Ja, das haben sie gut gemacht. Na, dann erwischen wir garantiert da oben. Da oben, dann den Schlauen. Dann ist der da. Wartet schon auf uns. Balg ist nicht von mir. Oh. Könnte von jedem sein. Noch nicht ein rostigen Septim von mir. Rostigen Septim? Hatte das Geld noch damals so viel Eisenanteil, wa? Das ist mal ein Turm mit noch einer schönen Decke. Meistens sind die dann schon viel mehr eingefallen, oder? Seid ihr zum Sterben bereit? Wo seid ihr? Jo. Ah. Anschleichen ist gut. Hier ist direkt mal noch ein Dach drüber. Aha. So, der hat das Schreiben also nicht.
Schreibzeug, immer gut. Wir sind ja irgendwo im Mittelalter und du weißt nie, wo du so schnell mal sonst wieder ein anderes Schreibzeug herkriegst. Also mitnehmen, wo du es findest. Roten Adler kennen wir schon. Oh, da sind sie doch. Haben wir's. Nächste Herkules. Wieder ein Auftrag. Schatzis, habt ihr keinen anderen? Schade, die Abstände so blöd, dass sie genau da in der Tür warten müssen. Meistens immer noch da. Mit den neuen Mod klappt es ja meistens, dass ich sie dann euch Deckung. Dass sie dann auch zur dass sie dann auch direkt zur Seite gehen, aber so, das hat auch nichts genützt. Ich bin direkt hinter euch. Bisschen zu Lema, Jerusalemer tanzen hier. Noch da. Der Zulema hatten wir auch schon, ja. Ich gebe euch Deckung. Ach, alles wird gut, habt ihr gesehen. Nur Geduld. Geduld. Ah, kleiner Schubser. Aber schön weich. Dann können wir ja zurück zu Aela, ne? Ne, da sind wir falsch. Da wollen wir gar nicht hin. Ist doch besser. Ist aber doof, wenn man erst besuchen muss, wo man überhaupt wohnt, ne? Noch alle da. 1, 2, 3, 4. Und Wolf. Jetzt ist er ja nicht mehr zu übersehen. Anfang ist er noch, der wusste man manchmal. Doch, der schon wieder. Anfang. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Okay. Okay. Am Anfang war der Wolf ja so klein, dass man immer erstmal noch suchen musste, wo er ist. So, hier wollte ich auch schon lange mal rein. Weil da kann man nämlich Geld investieren. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Ach, die willst du auch noch haben. Die willst du auch noch. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Aber war keine Option mit Geld investieren, hä? Warte, aber mal im normalen Spiel habe ich das, glaube ich, gemacht. Also nicht beim Let's Play jetzt hier. Wo ich ohne Unhaufen Begleiter, aber das kann ja nicht mit Begleiter zusammenhängen, ne? Oh, ein bisschen kriegt ein bisschen was. Das Zeug zum Kochen nehmen wir mal auf. Ich kann mal vielleicht mal ein bisschen rumkochen zwischendurch. Das ist auch immer lustig. Können weg, die schleppe ich schon ewig. So. Das muss ich erst noch. Habe ich jetzt doch verkauft? Ja. Dann können wir es ja erstmal lernen. Ah, hier schön, jede Menge. Kindersachen müssen wir behalten. Jetzt haben wir ja zwei Töchter erstmal. Aber ich weiß noch nicht, wie ich die. Ja, Zeug für Häuser bauen. Wir bauen ja noch zwei Häuser, können wir ja noch bauen. Wenn wir denn mal so weit sind. Ja, wir haben jetzt zwei Töchter. Aber ich weiß noch nicht, wie ich die. Nach Riverwood Keep kriegen soll. Da habe ich noch keine Gesprächsoption gefunden. Die werden dann immer alle automatisch nach zum Briesenheim. Ich
Ich bin direkt hinter euch. Prima. Meine, ist ja schön, da sind sie ja dann auch erstmal sicher. Und haben dann ihr gewünschtes Dach über dem Kopf. Ach, das waren Däne. Jetzt immer. Mein liebster Saufkumpan. Sag mal ein wenig mit. Schatz, hier. Ich habe nichts getan. Hat doch keiner gesagt. Absuch mal selber dein. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz sehen. Oh, aber ich habe keine Zeit, dir das zu holen jetzt. Dann kannst du aber selber. Aber sicher. Gut. Dann ist gut. Ich bitte nicht um viel, nur um Liebe Grüße an Anton. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Ach du! Ich habe in der... Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand... Perfekt. Ja. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Mal sehen. Lass uns überraschen. Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Rift verschanzt. Oder das Gemüse. Rift. Beeilt euch. Rift, also haben wir doch noch nicht zerschlagen, oder das was? Das habe ich nicht. In Ordnung, ich kaufe die Zutaten morgen und wir essen es. Ah, schon. Jetzt gucken wir erstmal zu unseren Mädchen. Was hat er gesagt? Seid ihr offen? Ach, der ist schon wieder. Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Bisem. So, ja, hier ist auch nichts los. Der hängt auch bloß rum. Hier ist nie was los, ey. Nie. Seid gegrüßt, Reisender. Jo. Jedes Stück ein Meisterwerk rotmaronischer Handwerkskunst. Gormen, neue Drink! Wissen, dass es tatsächlich Früchte gibt, die im kalten Wetter besser wachsen? Nee, das... doch, das hat sie mir schon mal gesagt, ja. Fischstand. Meine Giris, da sind sie doch. Meine... Mama! Jo! Der Große braucht dir etwas, Mama? Der Große wirft sie traurig aus. Der Große wirft sie traurig aus. Ja, der hat Hunger. Wow, wirklich? Der kriegt auch noch was. Was ist das denn? Oh, du kriegst erstmal ein Kleid, weil Puppen hast du schon nicht richtig gehabt und die andere Puppe, die ich immer habe, die brauche ich für deine Schwester. So. Ein Geschenk für mich? Ja. Echt? Natürlich, Mausi. Natürlich. So, mein Dolch. Ach, da ist mein Dolch. Danke. Ich kann doch nicht meinen schönen Dolch weggeben, den brauche ich doch noch. Frischer Fisch! So, erstmal ein klein bisschen den Rest noch in die Tasche packen. Oh, Hänger. Bin immer noch da. Ein Hänger war das, habt ihr gesehen. So. Können wir nämlich unser Glaszeug und so weiter, können wir dann die Laute, weiß ich nicht, was ich damit mache. Hier kann ich verkloppen, ne? So, das Hausbauzeug kann da mit rein. Das sammle ich alles zentral hier. Ich verteile nicht alles ringsherum auf die Häuser. Die sind 17. Wie viel sind es? 23 oder 24? Na gut, da habe ich auch noch nicht gezielt nachgesucht. Rechtzeitig die eine spezielle Mod nicht mehr hatte oder habe, die mich da hin und her geschleudert hat von Steinchen zu Steinchen. Och, wo kommst du denn her? Das ist aber schön, dass er mit runterkommt. Blub. So, okay. Dann machen wir es auch. Und nur zwei. Ich weiß nicht, warum sie nicht. Wieso soll noch nicht alle mitkommen? Aber es ist schön, dass sie überhaupt kommen. Das haben sie bei Follower Overhaul nicht so gemacht. Jetzt mit der neueren schon.
sind sie doch beweglicher. Oh, gucken wir mal, neue Aufgaben. Silberne Hand bekämpfen. Ah, Schnupfen. Ja, und du kriegst gleich was zu fressen, mein Süßer. Holzton TV Skyrim. Das etwas andere Let's Play.